Sebastian nimmt euch mit in seine Kindheit. Ja? Lust auf was Süßes? Lege packt aus und verrät, wie viel purer Zucker sich in Maoam, Frit oder Nimm 2 versteckt. Kaubonbons. Wer kennt sie nicht? Hier, der Klassiker aus meiner Kindheit. Ich esse was heute überhaupt nicht mehr. Aber wenn ich da jetzt reinbeiße, fühle ich mich dann wieder so wie der kleine dicke Sebastian mit 3, 4 Jahren. Boah, das ist schon hart. Wenn man das so kaut und durch die Nase ausatmet, hat das so ein Aromagefühl von so Klostein. Oh. Bekomme ich in dieser Sendung eigentlich Schmerzensgeld, wenn ich immer die Sachen probieren muss? Sebastian Lege packt aus. Einmal Plastikverpackung, dann nochmal Verpackung und nochmal Verpackung. Das ist auch echt so eine Umweltsünde hier. Eines der wohl bekanntesten Kaubonbons ist Maoam. Das gibt es bereits seit 1931. So, den Klassiker. Den wollen wir jetzt mal am offenen Herzen operieren. Gucken, ob es der kleinen Erdbeere auch gut geht in der Packung. Lebensmittel Dr. Lege ruft in den OP. Bitte einmal ausziehen, hinlegen, gerader Schnitt. Hups, wo ist die Erdbeere hin? Gar keine da. Die schmecken für mich alle gleich. Die Rezepturen sind sehr ähnlich. Sie bestehen vor allem aus Zucker und Glukosesirup. 70% Zucker sind hier drin. Ein bisschen Fett, ein bisschen Aroma. Upp, fertig. Die Kaubonbons sind echte Zuckerbomben. Durchschnittlich bestehen sie zu etwa 60% aus Zucker. Damit ist die maximal empfohlene Tagesmenge an Zucker schnell erreicht. Aber wie bekommt der viele Zucker diese unvergleichlich klebrige Konsistenz? Wie das funktioniert, zeigt Sebastian. Take me to the candy shop. Ja? Lust auf was Süßes? Die schmecken aber komisch. Ne? Ich glaube, das war Deko, an der ich geleckt habe. Wir müssen uns erstmal unsere Grundmasse herstellen. Deswegen einen Schluck Wasser. Jetzt Zucker. Der Zucker muss sich im Wasser auflösen. Jetzt kommt der Glukosesirup dazu. Ein Stärke-Zuckererzeugnis. Deswegen klebt er auch so. Sebastian nimmt außerdem Sorbit-Sirup. Beide Sirupsorten werden in mehrstufigen Prozessen hergestellt. Basis für Glukosesirup ist Pflanzenstärke, zum Beispiel aus Weizen. Dazu wird Mehl in Wasser gegeben. Es entsteht eine Stärkemilch. Sie wird von den übrigen Bestandteilen des Korns getrennt. Stärke ist ein langkettiges Kohlenhydrat, das aus Glukosebausteinen besteht. Spezielle Enzyme trennen die Ketten. Dadurch verzuckert die Stärke. Die überschüssige Flüssigkeit wird verdampft und die Masse gefiltert. Das Ergebnis: klarer Glukosesirup. In einem weiteren Schritt wird daraus Sorbitsirup. Er dient als Weich- und Feuchthaltemittel, ist jedoch mit Vorsicht zu genießen. Sorbitsirup ist etwas, wovon ich nicht zu viel zu mir nehmen sollte. Denn schon ab 20 Gramm am Tag kann es dazu führen, dass ich Krämpfe und Durchfall bekomme. Und gerade bei Kindern, die kleiner sind, kann das natürlich noch viel schneller dazu führen. Nicht so schick. Sebastian kocht die Masse bei etwa 125 Grad ein. Dabei verdampft das Wasser. Der Restwassergehalt bestimmt, wie weich die Konsistenz am Ende ist. Die Grundmischung muss etwas herunterkühlen, bevor die anderen Zutaten dazukommen. Palmfett. Ganz wichtig. Bei Zimmertemperatur fest, im Mund zart schmelzend. Das billige Fett ist bei der Industrie sehr beliebt, aber gesundheitlich bedenklich. Es enthält viele gesättigte Fettsäuren. Sie können zu Übergewicht führen und krank machen.
Wenn Palmfett bei der industriellen Raffinierung stark erhitzt wird, können Fettschadstoffe entstehen. Bei der Verdauung dieser Stoffe können Substanzen freigesetzt werden, die das Erbgut schädigen und Krebs verursachen können. Sebastian arbeitet weiter an der richtigen Konsistenz. Gelatine? Auch witzig, oder? Blablabla. Eingelegte Trockengelatine, hergestellt aus Schlachtabfällen. Sie trägt zur elastischen, gummiartigen Struktur bei. Boah, das stinkt aber mit der Gelatine da drin. Uah, so ein bisschen nach Schweinestall. So, das fruchtige Kaubonbon-Vergnügen kommt bei mir jetzt noch nicht so rüber. Zitronensäure sorgt für Haltbarkeit, aber auch für den fruchtigen Geschmack. Polysorbat 60 unterstützt die perfekte Konsistenz. Der Nachteil? Der Zusatzstoff kann die Aufnahme von fettlöslichen Schadstoffen erhöhen. Tipptopp. Wir brauchen eigentlich nur noch ein bisschen Farbe und Aroma. Tada! Mit schwarzem Karottenextrakt bekommt die Masse eine rötliche Farbe. Oh, sieht das schön quietschig aus. Mmh. Ah. Und zum Schluss Erdbeeraroma. So kommen die Erdbeerbonbons ganz ohne Erdbeeren aus. Künstlich hergestelltes Aroma ist ohnehin viel billiger. So, es riecht nach Erdbeere und nicht mehr nach Schweinestall. Aber es ist noch viel zu kompakt. Für die typische Kaubonbon-Konsistenz greift Sebastian zu seiner Bohrmaschine. Mit dem Rühraufsatz schlägt er winzig kleine Luftbläschen in die Masse. Das macht sie weich und kaubar. Oh, was für eine Sauerei, oder? Das bisschen Haushalt macht sich von allein. Sagt mein Mann, das bisschen Haushalt kann so schlimm nicht sein. Boah, das geht nicht mehr ab hier. Die klebrige Masse braucht jetzt noch die richtige Form. Lecker Kaubonbon. Boah, ist das eine Schmiererei. Und das Ganze wie so einen kleinen Snack, der uns vorgaukeln soll. Hier ist das Fruchterlebnis. Gott sei Dank muss ich den Topf später nicht spülen. Das wird tonnenweise gegessen und landet in unserem Bäuchen. Das verdirbt mir ganz schön den Appetit. Das Ganze kühlt jetzt aus. Was für ein Erdbeeraroma. Wow! Ha. Na? Lust auf einen Kaubonbon? Sebastians Kaubonbonmasse ist hart geworden. In mundgerechte Stücke geschnitten, kann Sebastian sie in Bonbonpapier einwickeln. Naja, einpacken ist nicht wirklich meine Stärke. Aber jetzt haben Sie mal gesehen, was in so einem Kau-Snack alles drin steckt. Wahnsinnig viel Zucker. Zu viel sollte man davon nicht wirklich essen. Mir ist hier Lust darauf vergangen. Kein Wunder. Das Bonbon enthält viele Stoffe, die mit Vorsicht zu genießen sind. Und vor allem jede Menge Zucker. Das typische Langzeitrisiko eines zu hohen Zuckerkonsums ist die Gewichtszunahme. Das kann langfristig zur Insulinresistenz, zum Typ-2-Diabetes führen und in dessen Folge zusätzlich zu Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Das Problem? Zucker wird schnell zur Gewohnheit. Das Grundproblem aller süßen Lebensmittel, solcher mit Zucker, solcher mit Zuckeraustauschstoffen und auch solcher mit Süßstoffen, ist letztlich, dass wir auf einen Süßreiz konditioniert werden. Das ist letztlich evolutionär bedingt, dass unser Körper das immer wieder einfordert und sich an süßen Geschmack sehr stark gewöhnt und uns dazu bringt, immer wieder süße Lebensmittel zu konsumieren. Das ist letztlich das Kernproblem, was alle süßen Lebensmittel miteinander vereint.
Gerade Kinder lieben Süßes. Sie sind also besonders empfänglich für übermäßigen Zuckerkonsum. Mit ihrem hohen Zuckergehalt können Kaubonbons schnell dazu beitragen. Seid ihr Team Kaubonbon oder Team Kaugummi? Sagt es uns in den Kommentaren. Und wenn ihr noch mehr über euer Essen wissen wollt, dann abonniert die ZDF Besseresser und schaut in die nächsten zwei Clips.